Wie gut sind die Batterien in so einem 8 Jahre altem Elektroauto? Das macht es umso spannender. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Ist kein Reiseauto. Viele interessieren sich für ein gebrauchtes Elektrofahrzeug. Doch oft hört man Elektromobilität. Das geht doch nur mit modernen, neuen Fahrzeugen. Die alten sind zu nichts zu gebrauchen. Stimmt das wirklich? Und was ist mit den Gebrauchtwagen, die jetzt angeboten werden? Ich fahre jetzt seit einer Woche ein mehr als 8 Jahre altes gebrauchtes Elektroauto und will in der Praxis ausprobieren, wie gut das funktioniert. Ich bin sehr gespannt auf meine Erlebnisse und nehme euch mit in eine Woche in den Alltag mit einem gebrauchten Elektroauto. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 29., der 5. Tag. Und heute habe ich so ein paar Tests vor. Und zwar geht es vor allem heute um das Thema Laden und auch Batterien. Also wie gut sind die Batterien in so einem 8 Jahre altem Elektroauto? Kann man sich darauf eigentlich verlassen? Kann man so ein Auto eigentlich gebraucht kaufen? Worauf sollte man achten? Was muss man testen? Und genau dazu mache ich jetzt mal eine kleine Testfahrt. Und dazu nehme ich euch gerne mit. Ich werde mich jetzt mal zur Autobahn bewegen. Werde mal also ein Stück Autobahn fahren, also auch mit höherer Geschwindigkeit, und zeige euch dann anhand der App Canyon, die es für die alten Drillinge gibt, mal den Zustand der Batteriezellen. Um diese App zu benutzen, braucht man einen Bluetooth-Dongle, der steckt hier schon im OBD-Adapter drin, dann diese App, die heißt Canyon, und ja, damit kann man die Werte aus dem Bordcomputer dann auslesen und grafisch darstellen. Sehr, sehr viele Werte, unter anderem die ihr dann nachher sehen werdet. Und zwar geht es mir ganz speziell um die Spannung der einzelnen Zellen. Für alle von euch, die vielleicht noch nicht so tief in der Materie drinstecken, in einem Elektroauto gibt es ja eine Batterie, aber diese eine Batterie, die besteht aus mehreren Batteriezellen, die sind meistens in Blöcke aufgeteilt und in diesen Blöcken sind sie dann in Serie geschaltet. Das ist bei jedem Fahrzeug ein bisschen anders, sowohl die Anzahl der Batteriezellen als auch wie die genau verschaltet sind. Macht jeder Hersteller so ein bisschen nach seinen Bedürfnissen. Hier in diesem Wagen, in den alten Drillingen, gibt es zwei Varianten, und zwar so etwa bis 2012. Die Fahrzeuge haben 88 Batteriezellen und die Fahrzeuge, die nach 2012 gebaut wurden und die dann von Peugeot und Citroën kommen, die haben 80 Zellen drin und eine etwas andere Zellchemie. Und die Fahrzeuge, die von Mitsubishi nach 2012 gebaut wurden, hatten, wenn ich richtig informiert bin, auch 88 Zellen, allerdings auch eine etwas andere Chemie. Also man hat da ein bisschen Veränderungen vorgenommen. Dieses Fahrzeug hier hat nach dem Fahrzeugschlüssel zumindest 88 Zellen. Ob das jetzt schon die etwas moderneren Batteriezellen sind, die hier verbaut wurden, oder noch die ganz alten sozusagen, das weiß ich nicht. Aber letztlich, was soll ich jetzt machen? Batteriezellen wechseln kann ich ja nicht. Also ich verlasse mich einfach auf das, was ich habe, und die App zeigt mir an, ich habe 88 Zellen. Und ja, wie gesagt, ich fahre jetzt zur Autobahn, werde da mal ein bisschen stärker beschleunigen, stärker rekuperieren. Und mal gucken, wie sich so die einzelnen Zellen dann machen. Und worauf sollte man achten? Ja, man sollte, wenn man so ein Elektroauto gebraucht kauft, dann ist natürlich die Batterie sozusagen das sensibelste Element. Und man sollte so ein bisschen darauf achten, dass die einzelnen Batteriezellen gut balanciert sind, also in ihrer Spannung sehr, sehr beieinander liegen. Das sind nur wenige Hundertstel oder Tausendstel Volt Abweichung, die dort auftreten sollten, nicht nur im Stand, sondern natürlich auch beim Beschleunigen, auch beim starken Beschleunigen und auch beim Rekuperieren, also bei der Bremsenergierückgewinnung. Jetzt im Moment liegen die Zellen alle mit 0,01 Volt hier auseinander. Das ist also ein völlig normaler Wert. Ich habe das hier unten, kann so ein bisschen drauf gucken, muss mich natürlich auf den Verkehr konzentrieren. Ich mache auch gleich auf der Autobahn eine Videoaufzeichnung davon, die blenden wir dann ein. Und außerdem zeige ich euch auch auf dem anderen Handy, nehme ich die Strecke auf, damit ihr ungefähr sehen könnt, wo es lang geht. Es ist ziemlich kalt draußen. Heute früh waren minus 4 Grad. Entsprechend ist natürlich auch hier die Batterie komplett durchgekühlt. Das macht es umso spannender, wie in so einer etwas anspruchsvolleren Situation
die Batterie und die Batteriezellen hier in dem gebrauchten Fahrzeug reagieren. Werden wir jetzt gleich mal auf die Autobahn fahren. Wir werden mal zwei verschiedene Geschwindigkeiten fahren, einmal 80, einmal 100. Jetzt werdet ihr sagen, wieso fährst du so langsam? Kann der nicht schneller? Doch, der kann schneller. Der kann, glaube ich, bis 135. Aber ja, dafür ist er nicht gemacht. Ja, das merkt man dann. Der wird dann ein bisschen wackelig und das mache ich nicht so gerne mit einem geliehenen Auto. Also ich fahre einmal 80, das ist so ein bisschen Stadtautobahn, Landstraßentempo und dann nochmal ein bisschen Tempo 100 und da, wo es geht, wo es erlaubt ist. Ihr seht jetzt hier, ich bin jetzt hier auf der Autobahnauffahrt. Ich mache jetzt hier keinen ewig langen Test, will euch damit ja auch nicht langweilen, sondern einfach nur mal, dass ihr so einen Eindruck bekommt, wie reagiert es. Und jetzt blenden wir einfach auch mal die Batteriezellen ein, die Aufzeichnung der Canyon-App, die blenden wir jetzt mal ein. Die blauen Balken zeigen jetzt die einzelnen 88 Zellen an. Ihr könnt beobachten, dass diese Balken alle sehr gleich hoch sind, also fast alle gleich hoch sind. Das bedeutet einfach, dass die Spannung der Zellen sehr, sehr eng beieinander liegt. Und ich werfe mal einen vorsichtigen Blick. Die liegen also nur 0,0 irgendwas Volt auseinander. Also ist überhaupt kein Problem. Entscheidend, dass die so ein bisschen differieren, ist ganz normal. Aber dieses bisschen, das sind wirklich Hundertstel oder Tausendstel Volt. Viel, viel wichtiger ist, dass es nicht eine Zelle gibt, die jetzt zum Beispiel nach unten abhaut. Das heißt, deren Spannung zusammenbricht bei einer stärkeren Belastung, so wie jetzt. Wir sind jetzt so etwa bei einem Viertel der maximalen Last. Das ist eigentlich wirklich noch nicht so besonders viel. Und auch das nachher, wenn wir zum Beispiel rekuperieren und sehr viel Strom sehr schnell zurück in die Batterie fließt, da eine Zelle nach oben in der Spannung plötzlich ausbricht, was dann auch darauf hinweisen würde, dass bei dieser Batteriezelle irgendetwas nicht in Ordnung ist. So, wir fahren jetzt wie gesagt hier auf der Autobahn. Wir haben Tempo 80. Hier haben sie sind sie gerade dabei, den Blitzer an der Seite, den Film rauszuholen für die neuesten Fotos, die sie heute gemacht haben. Und ja, die Heizung ist wie gesagt an. Ich will ja hier auch nicht frieren. Und ich werfe mal einen vorsichtigen Blick. Das sieht soweit alles sehr, sehr gut aus. Ihr könnt sehen, dass sich da eigentlich kaum was tut. Ich werde jetzt mal Vollgas geben. Auch dabei seht ihr, dass die Spannung erstmal nach unten geht. Das ist klar, hohe Last. Aber ihr seht auch, die Zellen bleiben trotzdem etwa auf einem Niveau. Und dieses starke nach unten Sacken, was ihr eben gesehen habt, heißt jetzt nicht, dass die Zellen sofort leer sind, sondern die Skala zeigt ja an, die Skala ist ja sehr fein skaliert. Das heißt also, das war völlig normal, dass die Spannung da nach unten geht, wenn man hier auf Vollleistung geht. Das ist also ein ganz normaler Zustand, insbesondere jetzt, wo die Batteriezellen sicherlich auch noch ein bisschen kühler sind und einen höheren Innenwiderstand haben und dann natürlich auf eine hohe Stromentnahme mit einem leichten Absinken der Spannung reagieren. Auch das ist ein völlig normales Verhalten, da muss man sich keine Gedanken machen. Solltet ihr aber, wenn ihr so ein Auto Probe fahrt und euch das vielleicht gebraucht kaufen wollt, einfach mal testen und gucken, wie da die einzelnen Zellen reagieren. Ihr könnt dann auch ruhig mal so Vollgas, Vollrekuperation, immer hin und her, alles mit dem Gaspedal und einfach mal gucken, wie reagiert da die, wie reagieren die einzelnen Zellen da drauf. So, okay, dann haben wir den ersten Teil jetzt hier schon mal so weit geschafft. Ich will ja, wie gesagt, keine riesen Runde mit euch drehen. Ich fahre jetzt hier schon mal raus. Das war jetzt also so eine kleine Strecke mal mit Tempo 80. Übrigens, für die, die es interessiert, der Akku ist jetzt noch etwas über 50% geladen. Ich habe diesen Test also jetzt extra mit euch gemacht, nicht mit vollgeladenem Akku, sondern mit einer, sagen wir mal, Alltagssituation. Der Akku eben nicht 100% geladen, nicht richtig vollgeladen, denn das ist dann auch wieder ein bisschen näher dran an der Realität. Und auch in einem nicht vollgeladenen Zustand, da muss natürlich das Batteriemanagement auch entsprechend die Leistung zur Verfügung stellen können. Und es muss natürlich auch, die Batterien dürfen auch in einem nicht vollgeladenen Zustand in irgendeiner Art und Weise nicht so reagieren, wie sie eigentlich reagieren sollen, nämlich immer schön alles gleichmäßig. Ansonsten fällt mir jetzt einfach nur wieder auf, wie schön leise der C0 fährt. Das ist mir ja damals auch schon, das hatte ich schon fast vergessen, wie leise der unterwegs ist. Das ist schon wirklich angenehm, hier mit dem Wagen unterwegs zu sein. Machen wir die Heizung mal ein bisschen stärker an. Es wird doch ein bisschen zu frisch hier drin. Also
es ist jetzt nicht kalt, nicht, dass ihr denkt, ich fahre hier ohne Heizung. Die Heizung ist natürlich an, aber ich habe jetzt die Heizung auch nicht auf volle Pulle gestellt. Ich brauche hier drin keine 26 Grad. Ich schätze, ich habe so ungefähr vielleicht so um die 20 Grad hier in einem Auto. Es kommt auf jeden Fall schön warm hier aus den ganzen Lüfterdüsen raus. Okay. So, die zweite Strecke, die wir jetzt machen, da will ich mal Tempo 100 fahren. Der Ion ist, das sollte man dazu sagen, beziehungsweise die alten Drillinge, um genau zu sein, ist jetzt kein Auto für Fernreisen. Ja, also dazu ist A, der Akku zu klein und auch mit der Schnelllademöglichkeit ist es nicht so, dass man innerhalb von 5 Minuten den Akku wieder aufladen kann. Wenn man so längere Strecken macht, dann kann man immer rechnen, dass man so etwa 80 bis 100 Kilometer schaffen kann. Im Sommer, wenn man nicht heizen muss und wenn man nicht mit Vollgas über die Autobahn fährt. Im Winter sollte man vielleicht so mit 80 Kilometer rechnen, 70, 80, 60, 80 Kilometer, die man mit dem Fahrzeug zurücklegen kann. Ja, da ist so ein Audi hinter mir, der muss mir das jetzt zeigen, dass er da also besser ist als ich. Da kommt er. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Ist kein Reiseauto. Auch wegen des kleinen Akkus, aber so für den urbanen Bereich oder für den suburbanen Bereich super geeignet. So, Tempo 100 erreicht. Ich werfe mal einen Blick in den Rückspiegel. Muss nochmal an dem LKW vorbei, um die Geschwindigkeit zu halten. Und werfe mal einen ganz kurzen, vorsichtigen Blick unten, Batteriezellen. Das sieht eigentlich auch soweit gut aus. Ihr könnt das ja jetzt hier auch mit beobachten. Tempo 100, Dauertempo und die Batteriezellen sehen gut aus. Also ich achte immer darauf, dass die auf einer Linie etwa sind. Das heißt, dass da keine Zelle jetzt nach unten plötzlich abrauscht. 50% Batterieladung jetzt noch. Und ich fahre jetzt mal hier das Stück noch weiter mit Tempo 100. Ich bin gleich wieder zu Hause, werde dann den C0 anstecken. Vielleicht noch ein kurzes Wort zum Laden bei diesem Wagen. Wie gesagt, er hat zwei Ladeanschlüsse, den CHAdeMO-Anschluss, das ist ja dieser japanische Schnellladeanschluss, über den ich gerade gesprochen habe. Und es gibt den AC-Anschluss, das ist in dem Fall ein Typ 1-Anschluss. Ihr habt vielleicht schon öfters von Typ 2 gehört, das ist ja der europäisch genormte AC-Anschluss. Und ja, dieser Wagen hat einen Typ 1-Anschluss und das bedeutet, dass ich mit einem klassischen Typ 2 Ladekabel hier gar nicht laden kann. Ihr braucht also für dieses Fahrzeug ein Typ 1, Typ 2 Adapterkabel. Das gibt es, wenn ihr das euch zulegen wollt. Das gibt es ganz normal im Zubehör bei eBay, bei Amazon und beim sortierten Fachhandel für Elektromobilität, Mobility House und wie die alle heißen. Natürlich wird der Wagen auch mit einem Schuko-Ladekabel ausgestattet, sodass man also auch an der Haushaltssteckdose aufladen kann, wenn man die vorher geprüft hat. Ja, und die Ladeleistung an, das hatte ich auch schon gesagt, mit Wechselstrom liegt bei maximal 14,1, 14,2 Ampere, also etwas über 3 kW. Und das werden wir jetzt auch gleich machen. Und um den Wagen wieder ordentlich mit Strom zu versorgen. Also, das machen wir jetzt gleich. Okay, dann wollen wir das gute Stück mal wieder anschließen. Das kennt ihr ja jetzt inzwischen schon. Das gehört ja hier zur täglichen Routine dazu. Stecker rein. Und ich freue mich auf morgen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.